Pass auf, Leute, dann machen wir noch eine Kleinigkeit für heute und dann reicht's auch wieder auf Twitch. Und zwar, während ich jetzt hier gerade gestreamt habe, habt ihr mir was geschickt. Eine brandeilige Meldung von heute. Eine Eilmeldung mal wieder. Und ihr wisst, ich lese mir sehr gerne mit euch zusammen Eilmeldungen durch. Gerade wenn es eben ein bisschen über den Tellerrand hinausgeht im Brettspielbereich. Und dann gibt's ja vielleicht auch was, wo wir gleich diskutieren können. Das heißt, ich zeige euch jetzt was, das ist nicht recherchiert. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal. Und wir finden heraus, was es herauszufinden gibt. Das wäre jetzt der Plan. Und zwar, danke an Raikotan, du hast was auf dem Discord gepostet, würde ich gerne mal drauf eingehen. Aus dem Kulturgutspiel, nämlich der Sebastian Wenzel, einer der wenigen, die aus meiner Sicht wirklich journalistisch im Bereich Brettspiele tätig sind. Auch mal die Stories hinter Sachen hinterfragen und so weiter. Also das macht er, glaube ich, sehr gründlich und da habe ich großen Respekt vor. Das trauen sich nicht viele. Er macht das und das ist natürlich jenseits von jedem Mainstream-Clickbait vorbei. Und er hatte ja schon in den letzten Jahren, also zumindest letztes Jahr weiß ich es noch, beim Thema Mindestlohn bei der größten Spielmesse der Welt Bedenken geäußert. Ich glaube im Vorjahr sogar auch schon. Ich weiß es gar nicht mehr. Also letztes Jahr kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Und er guckt ein Jahr später anscheinend wieder auf das Thema Mindestlohn. Das ist ja erstmal durchaus spannend. Ich weiß immer nicht, ob Mindestlohn greift auf so einer Spielmesse, so für Spielerklärer, für Hilfskräfte, für was weiß ich, wer da rumläuft, für die Jobs, die es so auf das Spiel gibt. Aber der Mindestlohn ist was Wichtiges und den gilt es natürlich auch aufrecht zu erhalten und nicht zu untergraben. Deswegen bin ich gespannt, was er investigativ herausgefunden hat. Wir sind hier schon mal da. Ich gebe euch parallel direkt schon mal den Link. Sollte ich das auf YouTube hochladen, weiß ich nicht. Dann gibt es den wie immer in der Beschreibung. Dann könnt ihr da nur fast parallel mitlesen und wir gehen hier mal rein. Das Bild ist irgendwie ein bisschen seltsam, was er jetzt hier hat. Peel Essen, da fehlt irgendwie das S. Jobs auf der Peel. Peel Essen, auch 2023 erhalten nicht alle Messeaushilfen den Mindestlohn. Okay. Oh, okay. Das heißt, hier kein Zurückhalten, gleich in der Überschrift gesagt, was uns jetzt erwarten wird von Sebastian Wenzel. Es gibt also Verlage, die keinen Mindestlohn an Aushilfen bezahlen. Da muss natürlich auch Argumente geben. Wir schauen mal, was für Argumente gibt. Auf das Spiel gibt es auch 2023 eine Zweiklassengesellschaft. Bei einigen Verlagen verdienen Aushilfen knapp 20 Euro pro Stunde. Das klingt okay, finde ich. Finde ich 20 Euro pro Stunde ist jetzt auch nicht massiv viel, aber es sind 20 Euro. Also ich sag mal, für eine studentische Hilfskraft sind 20 Euro eine Woche saufen. Also das ist schon okay erstmal. Bei anderen erhalten sie nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn. Okay. Woher stammen die Daten? Geil. Weißt du, das meine ich mit Journalismus. Erstmal einfach hier Quellen offenlegen etc. Das ist gut. Nicht einfach irgendwelche polemischen Sachen in irgendwelche Facebook-Gruppen reintragen und schauen, was in der Echokammer dann so resoniert, sondern journalistisch an die Sache rangehen, Fakten verbreiten. Stehe ich drauf. Wir haben 64 Inserate von Verlagen ausgewertet. Puh, okay. Aber gut, ein Inserat ist erstmal nur ein Inserat. Die meisten davon stammen aus der Jobbörse der Spielessen. Okay, das heißt, hier macht sich gegebenenfalls die Jobbörse mit ihrem Portal da auch so in Anführungszeichen mitschuldig, dass sie Verstöße gegen Mindestlohn forcieren. Also ich will jetzt da nicht päpstlich sein, aber müsste man in dieser Jobbörse nicht dann als Grundvoraussetzung sagen, hey, wir wollen, dass da Mindestlohn sind als Messe, einfach um zu sagen, hey, wir wollen da keine negative Kritik haben. So bei uns werden Hilfskräfte sauber bezahlt? Fragezeichen. Dann einige aus Stellenbörsen von Homepages. Von den 64 Verlagen haben wir 25 angeschrieben. Wahrscheinlich, weil die verstoßen haben und er rückgefragt hat, da sie keine Angaben zur Höhe der Entlohnung gemacht haben. 6 haben geantwortet. Alter, das ist aber auch. Also da muss ich auch sagen, die 19 Verlage, die interessieren jetzt natürlich schon, die hier nicht antworten. Das ist ja auch sass so ein bisschen. Ein bisschen sass, wenn 19 nicht antworten. Sass. Okay, wir gucken mal. Im Text nennen wir an mehreren Stellen exemplarische Verlage. Am Ende des Tickets findet ihr eine Tabelle mit Informationen. Cool. Angaben zum Lohn, zur Sachleistung und Arbeitsbedingungen stammen von den Verlagen. Sie wurden nicht durch weitere Quellen verifiziert oder falsifiziert. Auch das ist einfach super transparent von Ihnen, der einfach sagt, hey, pass auf, wir haben die Verlage gefragt und wenn die sagen, die zahlen 1000 Euro Stundenlohn, dann schreibe ich das in die Tabelle. Ich kann es nicht hinterfragen. Ich werde es nicht hinterfragen. Ich komme einfach mit dem, was öffentlich in Jobbörsen ersichtlich ist und was mir Verlage nennen. Also das ist keine verifizierte Quelle, aber zumindest eine Übersicht, die man sich jetzt angucken kann. Das heißt, ich möchte kurz an der Stelle auch für diese
Reaction-Video, wie auch immer ihr das nennen wollt, kurz festhalten. Ich beziehe mich da ganz genauso drauf. Wir machen es genauso wie er. Wir können es nicht hinterprüfen. Wir werden es nicht hinterprüfen. Wir können aber Sachen hinterfragen. Wir können versuchen, Sachen zu vergleichen. Und wir können zumindest eine Awareness schaffen, wie es sein kann, dass 2023 immer noch kein Mindestlohn bezahlt wird. So. Zahlen in diesem Artikel sind nicht repräsentativ, weil es sind ja nur 64 Inserate. Auf der Spiel präsentieren sich laut Veranstalter knapp 1000 Aussteller, das heißt genau, in diesem Artikel. Das gab es ja letztes Jahr schon mal. Wir gucken mal. Ein Blick in die Jobbörse des Spiel Essen zeigt, auch 2023 zahlen nicht alle Verlage ihren Aushilfen den Mindestlohn. Carol Rapp, Carol ist ja hier quasi die neue alte Geschäftsführerin der Messe, findet das persönlich nicht gut. Ja, aber dann ändert eure Jobbörse, wenn du es persönlich nicht gut findest. Da ist ein Tool, wo ihr einfach sagen könnt, unter Mindestlohn könnt ihr keinen Job bei uns ausschreiben. Easy. Carol, kleiner Tipp vom Nicht-Profi, Jobbörse anpassen. Ich bin eine Freundin von fairer Bezahlung für faire Leistung. Ja, bin ich gut, sagt die Geschäftsführerin der Messe. Trotzdem muss jeder Verlag selbst wissen, welches Angebot er in unsere Jobbörse einstellen möchte. Hä? Aber das heißt, du bist also kein Fan dann von den Verlagen, die was anderes machen. Quasi, das ist ja dann der Gegenbeweis. Okay, seltsam. Wir bieten hier nur den Service der Information. Okay, sie zieht den Kopf schon aus der Schlinge, passt. Auch muss jede Person für sich entscheiden. Ja, nee, das ist einfach wieder... Ja, nee, also... Ja, also nee, also... Nee, es muss nicht jeder für sich entscheiden. Der Mindestlohn ist eingeführt worden. Ich möchte es kurz sagen. Der Mindestlohn wurde eingeführt, damit eben das nicht jeder selbst entscheiden muss, was Sache passiert. Weil so funktioniert Ausbeutung. Wenn es jeder selbst entscheiden darf, dann werden die mit dem großen Kapital, die einfach dadurch einen Hebel und mehr Macht haben, entscheiden, dass sie ihr großes Kapital lieber bei sich lassen wollen als bei anderen und deswegen nicht unbedingt Fans eines Mindestlohns sind. Ich sage jetzt mal, Leute, die es auf Kapital haben, sind nicht unbedingt Freunde des Mindestlohns. Und deswegen hat die Regierung, der Gesetzgeber, das eingeführt, damit wir es eben nicht selbst entscheiden müssen, sondern halt einfach machen. Sie können nur darauf hinweisen, das klingt mir zu wenig. Also da würde ich gern sagen, kurze Kritik, ist mir zu einfach. Ist mir zu einfach, Punkt. Ich glaube, könnt ihr euch besser positionieren. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch mehr positioniert. Warum ist die Einhaltung des Mindestlohns keine Bedingung für die Öffentlichung der Anzeigen? Gute Frage. Weil für Freiberufler und Selbstständige gibt es keine Pflicht zum Mindestlohn. Es ist schon klar. Diese Art des Jobs ist auf einer Messe am häufigsten vertreten. Viele Aushilfen sehen das Arbeiten bei Ausstellern auch als guten Weg an, die Messe anders kennenzulernen, bekommen dafür oft noch Tickets, Spiele oder andere Goodies. Es geht dann eher um ein Erlebnis. Ach ja. Je mehr, dass man von einem Brettspiel eine vierköpfige Familie ernähren kann, die kenne ich auch. Also die einzigen, die eine vierköpfige Familie ernähren können, ist eine Pizza. Und eine Pizza kann ich mit Brettspielen nicht bezahlen. Von daher, alles nett und es ist jedem selbst überlassen, sich in Anführungszeichen ausbeuten zu lassen. Aber letztes Jahr Mindestlohn angesprochen, ein Jahr später, es hat sich nichts verändert, außer dass man sagt, wir können da ja auch nichts tun. Das ist mir zu wenig. Wenn wir solche Angebote ablehnen, nehmen wir den Bewerbern die Wahl, sich bewusst auch für solche Jobs zu entscheiden. Also wenn du sagst, ich erlaube euch nicht, dass ihr fair bezahlt, dann gebe ich Leuten nicht die Chance, dass sie sich für einen Job bewerben, für den sie schlecht bezahlt werden. Ich sage dir, dass jede dieser Aushilfen, die ein tolles Erlebnis und Tickets erleben will, auch für Geld ein tolles Erlebnis haben will. Also ich nehme doch nicht den Bewerbern die Wahl, sondern ich nehme den Verlagen die Möglichkeit, das Schlupfloch zu nutzen, oder? Können wir das mal bitte richtig formulieren? Als würde ein Bewerber sagen, ach nee, scheiß auf Geld. Was, es gibt da Geld? Nee, bitte gib's mir nicht. Ich will nur das Erlebnis haben und kein Geld. Ey, wenn es da Geld gibt, dann nimmst du das doch. Also, Abrechnungsart hat Einfluss auf Bezahlung. Ich meine, klar, Freiberufler, wie gesagt, haben keinen Mindestlohn, das ist schon klar. Die brauchen meistens aber noch mehr Lohn, weil nach Steuer bei denen noch weniger übrig bleibt. Also das heißt, die müssen sowieso eigentlich über Mindestlohn verdienen. Von daher verstehe ich das Prinzip zu sagen, ja, der ist ja nur eine freie Aushilfe, den kann ich ja für 4 Euro anstellen, in Anführungszeichen. Das fühle ich nicht. Auf das Spiel präsentieren sich laut Veranstalter knapp 1000 Verlage, darunter Giganten, Asmodee, Mattel, Hasbro und Zwerge. Zombie Paella, ich habe noch nie was von Zombie Paella gehört. Nicht jeder kann oder will sich hohe Personalkosten leisten. Reden wir über Asmodee oder Zombie Paella? Weil Asmodee, ich weiß nicht, mit einem 1,8 Milliarden Umsatz oder was war das? Glaube ich, weiß ich nicht, ob man sich nicht Personalkosten leisten kann. Ich sag mal, Haber möchte sich vielleicht Personalkosten gerade nicht leisten. Bei einigen Kleinverlagen stehen die Inhaber und Inhaber am Stand. Das ist bei vielen Verlagen der Fall. Also ich sag jetzt mal,
also bei Asmodee steht nicht der Herr Asmodee am Stand, aber ich würde mal sagen, bei von 1000 Verlagen würde ich betiteln, von mindestens 800 sind die Inhaber am Stand. Sind wir uns da einig? Ach, 800 reicht gar nicht. Von 950 von 1000 sind die Inhaber am Stand. Punkt. Die sind da am Stand. Ich kann die auf an vier Händen wahrscheinlich abzählen, die nicht die Inhaber am Stand haben. Klar, wenn die nicht aus dem Ausland anreisen, ist wieder was anderes. Aber von den, aber von der Größe, die so ein Verlag hat, kannst du dir nicht Angestellte die ganze Zeit leisten. So, bei einigen Kleinverlagen stehen die blablabla. Bei anderen Familienangehörige und Freunde. Ja, komm, Freundschaftsleistung ist auch mal, na gut. Kommt externes Personal zum Einsatz? Genau, weil hier wurden ja Jobbörsen ausgewertet und nicht Familienangehörige und Freunde. Wir reden ja von Jobbörsen. Wir reden hier nur, dass wir es einordnen können. Wir reden nicht davon, dass ein Freund oder so eine Gefälligkeit macht, sondern wir reden von 64 Inseraten auf der offiziellen Jobbörse in Essen. Hier werden ja keine Freunde gesucht, nur um es einzuordnen. Weil natürlich darf ein kleiner Verlag seine Frau, seine Freundin, seinen Hund mit auf die Messe nehmen, in Gottes Namen. Aber wenn ich Angestellte caste für so einen Einsatz, Messehostessen, whatever, dann wird das nicht als Freundschaftsdienst durchgehen. Kommt externes Personal zum Einsatz, profitieren Verlage wie Amigo, Cosmos, Pegasus von vorhandenen Supporter-Teams, wieder andere buchen Aushilfen, da fehlt ein Punkt, über Agenturen. Ja. Asmodee kooperiert mit Meeplebox-Events, so unterschiedlich die Verlage, so unterschiedlich die Aushilfen. Was denn Meeplebox-Events? Noch nie was von gehört. Angebote für die Spielwarenbranche. Promoter. Okay, das ist quasi eine Jobvermittlung oder was? Okay, Promoter, Messeverkauf, Händlerschulung, Imbuilding, Messen und Feste, Spielverlage, private Events, Schule, Logopädie, okay, und Feste, spielerische Eventhalle, hat bunte Spieleausleihe. Die haben da quasi, okay, die haben quasi einen Fundus an Spielerklärern oder was, die dann halt da aushelfen oder so. Okay, Personalvermittlung nennen wir das. Also unterschiedlich. Einige wollen möglichst viel Geld verdienen, andere fühlen sich seit Jahren mit bestimmten Verlagen verbunden, helfen gerne aus und sind Teil der Szene. Eine gute Bezahlung ist für sie nicht die Hauptmotivation. So, aber wichtig ist, wenn wir beim Mindestlohn über die Hauptmotivation sprechen, dann brauchen wir die Diskussion über Mindestlohn gar nicht führen. Dann könnten wir an der Stelle einfach beim Artikel abbrechen und sagen, ja, aber gut, dann ist der Mindestlohn ja gescheitert, weil mein bester Freund, der macht es mir auch für 2 Euro. Ja klar, aber das ist ja nicht die Antwort auf faire Bezahlung für faire Arbeit, oder? Also gut. Auch bei der Abrechnung gibt es Unterschiede. Einige Aushilfen stellen Rechnungen, andere haben einen Gewerbeschein. Viele sind Minijobber oder kurzfristig Beschäftigte. Ja, je nach Abrechnungsart ist der Aufwand höher oder niedriger. Meeplebox Events schreibt dazu in einem Infosheet. Okay, da die Einstellung von Minijobbern und kurzfristigen Beschäftigten für uns mit zum Teil erheblichen Mehrkosten verbunden sind, Arbeitgeberanteile, An- und Abmelding, Minijobzentrale, Bearbeiteraufwand, genau, also Versicherung heißt das auf gut Deutsch, Arbeitgeberanteile. Ja, das ist ja nicht nur Lohnsteuer, das ist ja auch Krankenversicherung, Rentenversicherung, also Sachen, die ja durchaus wichtig sind. Variieren die Stundenlöhne je nach Abrechnungsart. Minijob erhalten als Grundvergütung bei Mitmachung zwischen 13,50 und 15 Euro, kurzfristig Beschäftigte 14. Bei Rechnungsstellung beträgt die Grundvergütung 15 bis 17,50. Okay, aber das finde ich zum Beispiel geil. Hier Meeplebox Events, ganz transparent, die machen 13,50 bis 15 in der Art, 14, weil halt einfach die Abgaben anders sind. Das heißt, am Ende gibt es zwar unterschiedliche Verdienste, je nach Art, die du bist. Meeplebox hat aber immer dieselben Kosten auf der Uhr, die sie also auch ihren Partnern weiterleiten, würde ich jetzt mal behaupten. Und jeder muss es ja auch anders versteuern. Also passt schon. Also einer, der eine Rechnung stellt, versteuert 17,50 Euro anders als jemand, der für 13,50 geringfügig beschäftigt ist. Alles sauber. Praxisbeispiel Heidelbeer. Okay, der Heidelbeer kommt. Die Heidelbeer haben ja den Erklärbär erfunden, gefühlt. Also Heidelbeer Games sucht Erklärbären in blablabla. Bla bla. Hier ist die Annonce. So, Verlag Heidelbeer Games, Eigenschreibweise, hat sich 2019 von Asmodee getrennt und ist nun eine eigenständige GmbH. Geschäftsführer ist der damalige Heiko Tralala. Die Trennung war ein Schritt zurück zu den Wurzeln, back to the roots, mit Czech Games, alles mir scheißegal. So, jetzt hat Heidelbeer hat auch 150 Quadratmeter Standfläche. Die Partner haben eigene Stände, Tralala. Der Verlag plant mit 14 Erklärerinnen und Erklärern bei sich. Weitere Erklärbären sind nicht nur bei Heidelbeer Games im Einsatz, sondern auch bei Partnern. Ihre Schichten dauern zumeist 3 Stunden, zwischen 10 und 19 Uhr. Bei der Personalsuche konnte der Verlag auf ein bestehendes Supporter-Netzwerk zurückgreifen. Zusätzlich gab es Ausschreibungen auf der Verlags-Homepage und in der Jobbörse. Darin heißt es unter anderem, sie sollen Besucher zum Spiel motivieren und an die Tische bringen, Spielregeln erklären, Spieldurchläufe demonstrieren und gegebenenfalls Spiele verkaufen helfen. Klassische Arbeit. Erste Einblicke erhielten die Aushilfen an einem Wochenende in Breuberg, Hessen. Bei diesem Burg-Event erhielten die Erklärbären früh Einblicke in kommende Neuheiten, auch von unseren Partnern, erklärt Michael Krenzle in dem Falle. Klar, die müssen ja geschult werden. Zusätzlich stellt der Verlag Regeln zur Verfügung und unterstützt regionale
digitale Treffen zum Lernen der Spiele. Des Weiteren versuchen wir, vorab Zugang zu digitalen Umsetzungen zu ermöglichen, um Spiele auf räumliche Distanz miteinander testen zu können. Das klingt alles toll. Aktuell haben wir bei der Umsetzung aber noch Luft nach oben. Das ist ein typischer Grenzle, bei der halt sagt bei allem immer, er hat noch Luft nach oben. Abrechnung. Die Aushilfen sind nicht bei Heidelberg angestellt, sondern stellen dem Verlag Rechnungen. Sie bekommen 15 Euro pro Stunde. 3 Euro mehr als der Mindestlohn. Das klingt fair. Erstmal. Und die waren auf diesem Burg-Event. Denke, da werden sie Essen, Anreise, vielleicht sogar eine Übernachtung kriegen. Kriegen vielleicht hier noch Dauerkarten. Das ist ein geldwerter Vorteil. T-Shirts, wo Heidelberg draufsteht und freie Getränke. Cool. Klingt fair. Für Anstellungsmodelle haben wir logistisch nicht den Backbone. Ja, aber das muss ja nicht. Also ich meine, du musst die Leute ja nicht für 4 Tage anstellen. Das ist ja klar. Also das finde ich ja fair so. Wir würden es organisatorisch und buchhalterisch nicht schaffen, ständig Leute an- und abzumelden. Das ist klar. Du musst sie zur Krankenversicherung melden, bla bla bla. Die sollen eine Rechnung stellen. Wenn du nicht eine Rechnung stellen kannst, kannst du halt nicht als Aushilfe arbeiten. Das heißt, die werden halt Leute gesucht, die sonst halt auch klassisch irgendwo halt Aushilfsjob machen, freiberuflich unterwegs sind etc. Alles easy. Natürlich gibt es immer wieder Anfragen nach Ausnahmen. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich eine Person angestellt, die sehr viel ausgeholfen hat. Das machen wir jetzt nicht mehr. Gut, das ist vielleicht Scheinselbstständigkeit, macht ja auch Sinn. Alles gut. Das sieht erstmal auf den ersten Blick von außen betrachtet fair aus. Die Bundesregierung wünscht sich, dass trotz aller Unterschiede möglichst viele Menschen den Mindestlohn erhalten. Sie schreibt auf ihrer Homepage: Die Lohnuntergrenze schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen und trägt damit zu einem fairen und funktionierenden Wettbewerb bei. Gleichzeitig sorgt der Mindestlohn für mehr Stabilität in den sozialen Sicherungssystemen. Da steht aber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also es ist klar, das ist nicht Freiberufler und so. Aktuell beträgt der Mindestlohn 12 Euro pro Stunde. Das sind 25 Mark. Also klar, Inflation, tralala, aber passt schon. Zum Vergleich, Dorfromantik, das aktuelle Spiel des Jahres kostet 39,99. Bei Bezahlung nach Mindestlohn muss man dafür 3 Stunden und 20 Minuten arbeiten. Aber sind wir jetzt in der Milchmädchenrechnung angekommen? Also A, wer kauft ein Spiel im Pegasus-Shop ohne Rabatt bei Thalia? Und das heißt, das klingt so ein bisschen so, wie wenn du einen Schokoriegel isst, dann musst du 3 Stunden Sport machen. Also wenn ich Dorfromantik will, dann muss ich 3 Stunden buckeln für Pegasus, oder was? Das ist ja geile Rechnung. Rückblick, wer zahlte was? Bereits im vergangenen Jahr, genau, die Aushilfen bezahlt werden. Das Ergebnis von 43 Verlagen zahlten 16 weniger als den Mindestlohn. Das sind 1/3. 7 Verlage waren okay und 20 drüber. Also man muss erstmal, fast die Hälfte war über Mindestlohn. Da muss man doch erstmal das Positive herausstellen und sagen, geil. Und jetzt gucken wir mal hier. Die ganz schlimmen, Feuerland von den größeren, Helvetic, okay. Helvetic wundert mich, die sind ja auch irgendwie über Hutter. Das sind ja alles komische Verlage hier. Kampfhummel, Red Mojo, Castillo, gut, Game Brewer. Also du hast hier irgendwie Feuerland, Game Brewer, Ludonova, Helvetic. Okay, Mindestlohn, 2F, Board Game Circus. Ja, Mindestlohn ist doch okay. Und dann hier alle drüber. Wollen wir sie mal hier, Taverna Ludica kennen wir. Asmodee über Meeplebox, sehr gut. Also Asmodee, hey, wow. Heidelberg am Start, Amigo am Start, Hans im Glück. Es fehlen natürlich ein paar. Man muss fairerweise sagen, wenn ich mir zum Beispiel jetzt Gellig vorstelle, ich meine, die rücken mit 6 eigenen Angestellten an. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Die sind ja nicht nur, also die sind vom Team her halt auch groß. So, wer zahlt was? Jetzt geht's los. Von 46 Verlagen, die ihren Stundenlohn veröffentlichen, wie sie genannt haben, zahlen 3 weniger als den Mindestlohn. Oh, ey, dann ist ja besser geworden. Moses ist krass mit 22 Euro. Ja, ich glaube, das liegt vielleicht an deren Spielen. Vielleicht will keiner deren Spiele haben als Ausgleich. Wobei Moses macht ja diese coolen Black Stories und so weiter. Aber das ist, wenn du mich in Black Stories spielen bezahlst, dann musst du mir eine ganze Palette nach Hause schieben. Also die haben halt sehr kleine Games, Moses. Das könnte vielleicht das Thema sein, dass die vielleicht ein bisschen drüber bezahlen. Aber es ist 22 Euro. Wow. Also ich sag's mal ungern. Ich habe als Freiberufler einen besseren Satz, aber ich muss ja auch nicht Spiele auf einer Messe erklären. Ja, stimmt. Killer Cruise, Safe House, Kneipenquiz. Ja, es war ein Scherz, Leute. Jetzt bitte, mach mir ein Facebook-Posting, wo du es aus dem Kontext postest. So, exakt 12 Euro bei 4 Verlagen, mehr als der Mindestlohn bei 39 Verlagen. 84%? Ja, wow. Das ist ja richtig gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das heißt, wir kommen aus einem letzten Jahr, wo wir 1/3 nicht Mindestlohn haben und sind jetzt bei unter 7%. Nur noch 3 Verlage und zwar Bezier. Auf einmal Bezier, die waren doch hier gar nicht dabei. Wo ist denn Bezier? Letztes Jahr nicht am Start. Die haben es noch nicht mitbekommen. Cat in the Box, die zahlen quasi Schrödingers Mindestlohn. JDM und Maske Oka. Die zahlen 11,11 Euro. Ja, also komm, das ist ja lächerlich. 11,11 Euro ist lächerlich. Dann können sie doch die 12 bezahlen. You know? Also wegen 89 Cent in der Stunde jetzt rum
Eiern. Also das hier, Maske Oka, mach halt 12,12 Euro, dann ist es auch eine lustige Zahl. Oder 12,34 Euro, wenn du irgendwie was Lustiges machen willst. Das ist jetzt ja lächerlich. Hier die 5 Euro sind, das ist ja, da kann ich ja in der Fußgängerzone, nee, anders, da kann ich ja die Toiletten putzen und verdiene pro Minute mehr Geld. Und Bezier muss wohl irgendwas Besonderes geben. Ein Sonderfall ist Liberation. Die niederländische Verlag zahlt außerdem keinen Lohn, aber unter anderem sämtliche Übernachtungs-, Verpflegungs- und Reisekosten. Gut, die kommen aus Holland. Das heißt, die kriegen hier 4-5 Tage Sightseeing. Vielleicht können die noch 1-2 Tage dranhängen. Ja, ist ja, muss man halt gucken, was das kostet, ob das kompensiert. Also geldwerter Vorteil ist halt auch also Leistung, ob das jetzt Geld oder Naturalien sind, ist ja scheißegal. Hauptsache Mindestlohn. Mehr als Mindestlohn haben wir bei Red Mojo, Zombie Paella, Eurohell Design. Ja, guck mal an. Wobei, hey, die haben, glaube ich, nur eine Aushilfe, oder? Mailboxes Broadway, die Finger geht dann Hobby Japan, Meeple Box für Asmodee, 1333, okay, Spiel direkt. Edition Spielwisse, da Heidelbeer, Frech Verlag. Hey, guck mal, alle drüber. Horrible Guild, Pandasaurus, alles nette Menschen. Ja, Kosmos am Start. Traffle hier auch. Die 22 haben wir nicht mehr. Also wir sehen, die Kohle ist unter der 20 gelandet, aber über Mindestlohn. Alles cool, würde ich mal behaupten. So auffällig. Im vergangenen Jahr gab es bei der Jobbörse die Kategorie Bezahlung. Sie wurde von fast allen Verlagen ausgefüllt. Dieses Jahr nennen viele Verlage kein konkretes Gehalt, sondern teilen es nur auf Anfrage mit. Ja, kann es sein, dass da ein Sebastian Wenzel letztes Jahr einen Artikel geschrieben hat, der vielleicht den einen oder anderen böse getroffen hat? Okay, von 64 Verlagen haben wir 25 angeschrieben, da sie keine Angaben gemacht haben. 6 haben geantwortet. Okay, das heißt, wir haben eine Dunkelziffer, dass hier 19 Verlage rein theoretisch Schindluder betreiben, weil sie auch nicht antworten, also vielleicht was zu verbergen haben. Also man weiß es nicht. Okay, Schrödingers Mindestlohn, da haben wir ihn. Weitere Unterschiede. Asmodee kooperiert auch mit Meeplebox. Das Honorar ist gestaffelt, Abrechnungsart, wow. Durch die hohen Stundenhonorar gibt es keine Vergütung eurer Nebenkosten. Ah, also das heißt, letztes Jahr gab es noch einen Zuschuss für die Reisekosten. Dieses Jahr quasi, die müssen auf allen Nebenkosten selber sitzen. Also selber anreisen, selber übernachten. Holla, weißt du, ein Hotelzimmer für 80 Euro irgendwo, musst du 5 Stunden an dem Tag arbeiten, überhaupt dazu pennen. Das ist ja ein Geldtauschen. Okay, aber so funktioniert halt Mindestlohn. So funktioniert Mindestlohn, solange sie nicht noch die T-Shirts kaufen müssen selber. So, Dexter hat von 8 auf 15 erhöht. JDM zahlt immer noch nur 5 Euro, denen ist das weiterhin scheißegal. Boardgame hat den Stundenlohn gesenkt um 50 Cent. Ja gut, 50 Cent. Ja, scheiß drauf. Helvetic hat den Stundenlohn erhöht und die ist auf 12. Sehr gut. Und die sind auf 15. Guck mal, sind alle hochgegangen. Also, hier möchte ich kurz sagen, ich glaube, dass der Sebastian Wenzel mit seinem Artikel letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass das hier passiert ist. Dass das hier passiert ist, ist kein Trend durch aktuelle Entwicklungen, dass es allen so gut geht. Hallo, wir haben alle gestiegene Lebensleistungen etc. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Das war der Finger in der Wunde letztes Jahr von Sebastian Wenzel. Und ich möchte an dieser Stelle stellvertretend für die vielen Helfer auf der Messe da einen richtig großen Gruß und einen Danke an ihn ausrichten, dass er sich getraut hat, so ein Thema anzusprechen. Und es, aus meiner Sicht hat er was bewirkt damit. Ich glaube, die Awareness ist da. Ich glaube, ein Verlag, man sieht es bei denen, die so ein bisschen am Pranger standen letztes Jahr, alle, die am Pranger standen haben, bis auf JDM Games, ihr wisst, wo ihr euch überlegen müsst, ob ihr Spiele kaufen wollt oder so, oder helfen wollt dort, haben hier nachgebessert und sogar mehr als nachgebessert, sind sogar auf 15 Euro gegangen. Sehr gut. Schwarzarbeit, keine Kontrollen. Ob es zulässig ist, dass Verlage weniger als 12 Euro zahlen, prüft der Zoll, genauer die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Ob ein Mindestlohnverstoß vorliegt, kann nicht allein anhand der Anzeige in einer Jobbörse festgestellt werden, sagt, oh, guck mal, der hat sogar hier mit dem Zoll gesprochen. Alter, sehr gut. Ein Verstoß liege erst vor, wenn die Zahlung des Mindestlohns nicht oder nicht vollständig zum Zeitpunkt der Fälligkeit eingegangen sei. Ja, das kann ja keine Sau kontrollieren. In den vergangenen 5 Jahren fanden laut der Presse auf das Spiel keine Kontrollen statt, wohl aber auf der Gamescom sowie auf der Model-Hobby-Spiel. Da würde ich als Verlag jetzt hellhörig werden, wenn die letzten 5 Jahre da nicht kontrolliert wurde. Da würde ich mich dieses Jahr mal auf eine nicht angesagte Kontrolle einstellen. Ich glaube, dass die vielleicht mal da auch mal reingucken wollen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Von daher empfehle ich allen Verlagen, da sagen wir mal, ein paar gute Unterlagen dabei zu haben, weil wenn der Zoll anrückt am Mittwoch, dann möchtest du nicht ins Schwitzen kommen. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt mit der telefoniert hat, dann glaube ich, hat er sich eine kleine Notiz gemacht, die werden kontrollieren dieses Jahr. Davon ist auszugehen. Zahlen zu dort kontrollierten Unternehmen sowie eventuell festgestellten Verstößen nannte die FKS nicht. Bei einer Kontrolle auf einer Messe beträgt der Zoll die angetroffene Person an dieser vor Ort durchgeführte Prüfung. Das ist wie Schwarzarbeit halt am Bau. Das heißt, die Leute rennen dann wie wild weg vom Pegasus-Stand oder was? Wenn die kommen oder was? Es ist ja witzig. Umfangreiche Nachermittlungen in den Unternehmen an, insbesondere bei der
Abdeckung von Mindestlohnverstößen sind die Vorordnungsmaßnahmen zum Einstieg für tiefe. Okay, klar, die müssen in die Geschäftsunterlagen rein. Im Normalfall hat ja keiner seinen Jahresabschluss dabei und seine bla. Das heißt, da werden Sachen aufgenommen etc., Personalien erfasst und dann wird in die Bücher geguckt. Wir kommen dann immer dienstags, insbesondere natürlich bei Lohn- und Finanzbuchhaltung, was bei den meisten kleinen Verlagen extern gemacht wird und nicht intern. Ja, bei Asmodee ist es einfach, da gibt es eine ganze Abteilung. Bei Skellig würde ich sagen, das ist eine externe Steuerberaterkanzlei, die Lohn- und Finanzbuchhaltung macht. So würde ich das jetzt mal einschätzen, bei ihrer Größe macht ja keinen Sinn, da jemanden anzustellen für. Das heißt, da wird es eher anders geprüft. Das ist aber auch manchmal ganz gut, wenn du so eine externe Lohn- und Finanzabteilung hast, weil die im Zweifelsfalle sauber arbeitet, würde ich jetzt mal behaupten. Eine interne könnte ja manchmal nicht so sauber sein. Und eine externe kann sich nicht unbedingt erlauben, unsauber zu sein. Genau, okay. Rentenversicherung, klar. Die Rentenversicherung ist auch die, die sich am meisten aufregt. Erstmal. Also die schreit viel lauter als die Umsatzsteuer, als die Gewerbesteuer. Die Rentenversicherung ist es, die schreit. Die schreit wegen Schwarzarbeit, die schreit wegen Scheinselbstständigkeit. So, jetzt schauen wir mal in die Übersicht. Two Tomatoes hat nichts gesagt. All About Games. Art of Games hat nichts gesagt. Asmodee, grün. Visier, warum? Aushilfen sollen bis 4 bis 8 Schriften zur Verfügung stehen. Eine Schicht beträgt 4,5 Stunden. Krass. Mit einer 30 Minuten Pause. Keine Rückmeldung auf Anfrage. Ausstellerausweis, Spiele, T-Shirts, Nutzung von Lagerraum auf dem Stand. Ja, die Sachleistung, wie gesagt, mit der Sachleistung ist beim Mindestlohn mir zu einfach. Broadway, Buro, Kairo, Kranio, Dexter, Denkriesen, Dice Tree, Dino Toys, Don't Panic, Edition Spielwiese mit Verpflegung. Hier 120 Euro pro Tag, keine Angaben zur Pause, 13 Euro Stundenlohn. War wahrscheinlich noch ein bisschen Pausen, hast du wahrscheinlich 14, 15 Euro. Eurohell, Verpflegung, Wasser und Cola, Aussteller, Rabatt auf das gesamte Sortiment. Okay, ja gut, man braucht jetzt auch nicht alles von Eurohell. JDM, pro Schicht 30 Euro Gutschein für das Warensortiment des Shops. Alter, also das ist ja echt. Geek & Sun, nur 12 Euro, 6 Euro Fahrtkostenzuschuss, 4 Tageskarte. Snacks und Erfrischungsgetränke, okay. Heidelbeer, Dauerkarte und T-Shirts. Ah, sieht doch gut aus. Also das, ich finde geil, wie grün hier alles ist. Wie grün denn? Antwort auf die Anfrage. Hier, guck mal. Dauerkarte, es handelt sich um Aushilfen für den Kantan Tauschrausch. Hier, alles sauber. Nee, hier, Liberation Game Design. Hat ein ganzes Statement abgegeben. Ja, das ist echt gut. Das muss man sagen. Sebastian Wenzel, einfach Respekt vor dem Dude. Das macht er wirklich gut. Das macht er wirklich gut. Played Hat, Play With Us, Side Mojo, Sit Down, Spiel Direkt. Alles schön dabei. Es fehlt so ein bisschen halt Skellig, tralala. Ihr könnt bei Skellig ja gucken, die haben sicher bei sich auf dem Discord Leute gesucht und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass alle auf halbwegs Mindestlohn unterwegs sind. Wenn nicht, würde ich es jedem einfach empfehlen. Hey, cooler Artikel, muss ich sagen. Ich hatte mich drauf eingestellt, eigentlich auf Bauchschmerzen. Ich sage es ganz offen, ich hatte mich jetzt drauf eingestellt, gottlos auf Mutter zu gehen. Ich dachte jetzt, okay, jetzt mal ganz entspannt ins Wochenende hier mit einer Reaction. Ich schreie mal ein kleines bisschen, um zu gucken, wie gut mein Kompressor auf dem Mikrofon arbeitet, der die Höhen gut abfängt, die Peaks und so weiter. Weil ich dachte, scheiße, Mindestlohn, haben wir immer noch nichts gelernt. Aber hey, wir haben was gelernt. Also es sind unter 7% zumindest derer, deren Daten vorliegen, die Schlingel sind. Gerade mal noch 3 Verlage, zumindest in der Aufstellung. Klar gibt es hier noch Verlage, die nicht transparent sind. Das mag ja auch Gründe geben, dass man sich nicht in die Karten gucken lassen will. Vielleicht gibt es da auch so Karten, wo du sagst, der eine soll nicht wissen, was der andere verdient, weil wir Angestellte haben und so weiter. Hey, alles verständlich und so weiter. Wichtig ist, Mindestlohn zu zahlen und ich bleibe bei meiner Aussage. Wenn wir den Mindestlohn ernst nehmen wollen, dann können wir uns nicht auf irgendwelche Sachen wie Sachleistungen und der hat doch ein T-Shirt geschenkt bekommen rausreden, weil der Mindestlohn ist, und ich möchte das hier nochmal zitieren, die Lohnuntergrenze schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor unangemessen niedrigen Löhnen und trägt damit zu einem fairen und funktionierenden Wettbewerb bei. Gleichzeitig sorgt der Mindestlohn für mehr Stabilität in den sozialen Sicherungssystemen. Und das ist der ganz klare Punkt. Es bringt dir relativ wenig, wenn du deinen ganzen Schrank mit irgendwelchen Essengurken voll hast, wo du vielleicht sogar noch was dafür bezahlen musstest teilweise, selber Hotel, Verpflegung, Anreise bezahlt hast und solche Geschichten, nur um ein tolles Erlebnis in Essen gehabt zu haben, so ist bitte Mindestlohn nicht gedacht. Und wenn ein Verlag sagt, ja, aber dann lohnt es sich für mich halt nicht mehr auf die Messe zu gehen, dann sollte man sich halt Gedanken machen und sagen, ja, dann solltest du halt nicht auf den Nacken deines Personals auf Messen gehen. Wenn sich das für dich nicht lohnt, dann ist nicht der Mindestlohn schuld, sondern du als Verlag. Schaff Konzepte, schaff Spiele, die die Leute kaufen wollen, wo du eine gute Marge dran hast, damit es sich lohnt.
belohnt. Aber wenn du irgendwie mit 20 Erklärbären auf der Messe ein großes Fest machen willst und hast dann nur so ein paar Kartenspielchen und müsst den 5 Euro bezahlen, dann bleib vielleicht lieber der Messe fern. Und abschließend nochmal hier zu der Frau Carol Rupp. Super nettes Statement, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es der Spiel in Essen gefällt, wenn der Zoll drüber läuft und da Sachen aufdeckt und der Sebastian Wenzel da drin rumstochert. Ich würde Ihnen empfehlen, nicht nur eine Empfehlung in die App zu machen, sondern zu sagen, wenn ihr diese App benutzen wollt, dann geht das nur, wenn ihr auf Mindestlohnniveau seid, denn alles andere werden wir nicht unterstützen und wir lassen es eben nicht die Wirtschaft lehren, weil die Wirtschaft wird es leider falsch klären, sondern wir setzen da Akzente. Das ist das, was ich mir in dem Kontext wünschen würde. Und das war, glaube ich, jetzt ein schöner Abschluss, oder? Haben wir uns noch schön was reingezogen? Und ja, Sebastian Wenzel, sensationell. Also muss ich einfach sagen, sensationell. Ich bin immer wieder überrascht, dass sich jemand traut, nicht nur das zu machen den ganzen Tag. Hallo, ich bin Basti. Ich arbeite Teilzeit als Arbeitsloser und die andere Zeit streame ich. Ich bin auf der Suche nach einem Partner fürs Leben. Wenn du weitere Infos von mir haben willst, klick doch einfach hier. Wenn dich interessiert, worauf ich so stehe, dann schau doch da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Klick doch einfach auf diesen Button und freu dich auf unser nächstes Date. Tschüss.